Wo ist denn Vayner jetzt? Ach Mann, ich muss endlich mal Zusammenhänge merken. Das ist echt nicht gut in dem Spiel. Das ist sogar eher traurig eigentlich. Was passiert, wenn ich das erhöhe? Jetzt bringt hier nichts. Ah, das ja gut, meine Leute. Schnell angreifen ist auch nicht schlecht. Wer war die Katiana? War das die hier hinten, die mich rausgeschmissen hat? Mara. Ach, naja. In die Erdoberfläche, an die Oberfläche haben sie den ja gebracht, aber. Ach so, ja, über Umwege komme ich raus, aber gehen darf ich so nicht. Okay. Kann der Magier mir noch irgendwas sagen? Ich werde mich noch Neuigkeiten erkundigen. Tja, es erweist sich als schwieriger, als ich erwartet habe, mit dem Amulett zu arbeiten, das sie mir gebracht hat. Obwohl, ich würde es noch eine Weile dauern, bis ich das Portal aktivieren kann. Ich muss Vayner finden. Vielleicht muss ich jetzt nach oben gehen, nachdem ich das gemacht habe. Jetzt gleich kann ich ihn jetzt ja. Ich wusste gar nicht, dass ich einfach rein kann. Es sind zwei Leiche, wenn ich wüsste, wie ich sie töten kann. Es ist wahrscheinlich wirklich so, dass man die einfachen Ratten noch nicht verletzen kann. Ist ja auch so. Ach Mensch, ach, ich bin ja ganz nah hier. Das. Scheiße. Ja, ich grüße Herr. Ihr sollten wir ablösen, oder? Ja. Okay, ich suche den die ganze Zeit und der steht einfach hier in der Ecke und mir ist es nicht bewusst. Ich laufe die ganze Zeit enorme Umwege und der war wirklich direkt hier. Ach Mensch, ich muss ja noch dem Magier sagen, dass seine Flamme tot ist. Naja, nicht seine Flamme, aber. Dass seine Freundin tot ist. Die einzige Frau, die ihn anscheinend mochte, so wie er war. Es ist schon irgendwie.
scheiße. Da ist die ganze Welt scheiße zu dir. Da gibt's einen Menschen, der nett ist und der wird dir genommen. Ja, ist nicht schön. Ist nicht schön, wenn Menschen sterben, die man mag. Wenn Menschen sterben, die man nicht mag, ist es deutlich angenehmer. Seid ihr meine Freunde mit irgendwelchen interessanten Exemplaren von Untoten in den Ruin begehen? Ich bringe euch höchst betrübliche Kunde, Magier für die Uns. Was habt ihr auf eurer Entdeckungsfahrt erfahren? Ich habe die Anwesenheit eines mächtigen Untoten gespürt, konnte bislang aber nicht feststellen, von welcher Sorte. Es tut mir leid, euch dies sagen zu müssen, Felius, aber eure Freundin ist zu ihrer letzten Ruhe eingekehrt. Sie war für kurze Zeit ein Geist, doch ich habe sie befreit, indem ich einen Zombie töte, der aus ihrem Körper geschaffen wurde. Tod. Kann das sein? Ich war die einzige Person, die je versucht hat, mein Werkzeug. Ja, genau das meine ich. Jetzt hat sie zweifellos den tiefsten Einblick in meine alles umfassende Leidenschaft gewonnen. Ich werde sie schmerzlich vermissen, obwohl ein Teil von mir eifersüchtig ist, weil sie jetzt das Land der Geheimnisse betreten hat. Es reicht, dass ich durch winzige Einblicke auszukundschaften versuche. Das ist nun ihre Heimat. Zumindest trösten mich meine Kunde von ihr und meine begrenzte Einsicht in das Leben nach dem Tod ein wenig. Sie befindet sich jetzt an einem helleren Ort, soviel ich weiß. Mit der Zeit werde ich noch viel mehr wissen. Wir beide werden wieder miteinander sprechen. Sollte euch trösten, dass ihre Seele dank des Wissens, das sie mit ihr geteilt hat, befreit werden konnte. Bevor sie ging, sprach sie von dem Wesen, das ihren Leichnam umgewandelt hatte. Sie sagte, es sei ein sehr mächtiges, untotes Wesen. Ich hoffte, mehr in Erfahrung zu bringen, welchen sie ja Vayner gefunden habe. Geheimraum. Bones. Teacher. Luca, warum geiles Geld? Julius hat mir erzählt, dass ihr mir helfen würdet. Klick, klack, kratz, klopf. Es freut mich, dass ihr mitgespielt habt. Ja, wie ihr euch vorstellen könnt, komme ich nicht viel herum und mein Chef vermag keine Gesellschaft. Das ist allerdings gegenseitig. Mir wurde schon des Öfteren gesagt, ich sollte froh sein, dass ich keinen Geruchssinn habe, weil mein Schöpfer auf der anderen Seite mir klar gemacht hat, wie engstirnig, provinziell und ignorant die gegenüber uns sein können. Wie war ich in der Tat? Können wir sie nicht einfach alle vertragen? Ja, ich glaube nicht. Dies jüngste Unglück zeigt doch wohl, dass wir es nicht können. Wenn einfache Menschen einfachen Glauben annehmen, du und ich will erst gar nicht damit anfangen. Zweifellos habt ihr keine Zeit, euch mit mir über solche Themen zu unterhalten. Wie kann ich euch helfen? Euer Schöpfer hat mir gesagt, dass ihr mir bei der Verbesserung meiner Fähigkeiten helfen würdet. Oh. Also gut, ich kann euch, wenn ihr Zeit habt, in die folgenden Spiele richten. Okay. Mist. Felios Gläser hat mich tatsächlich bei mir bedankt, dass ich zurückgeschaut und geklopft habe. Anscheinend ist die Unterhaltung mit Felius etwas einseitig. Also gut. Ja. Muss ich mal gucken beim nächsten Mal. Der kann bestimmt irgendwas Gutes. Natürlich jetzt blöd, dass ich meine Erfahrungspunkte ausgegeben habe. Wie komme ich denn jetzt an... Wie finde ich denn jetzt den Heinz?
Oh Mensch, da hat jemand ein Schild liegen lassen. Vielleicht muss ich nochmal den Weg nach draußen finden. Vielleicht ist ja Felios irgendwo, nicht Felios, aber der Typ, den wir suchen, irgendwo da draußen. Dass übrigens keine neuen Gegner im Spiel gesetzt haben, hat mich auch in Gothic immer so ein bisschen gestört. Das macht die Welt irgendwie so tot. Also nicht so tot, aber so leblos. Wenn dann irgendwann alle Gegner getötet hast, dann wirklich nichts mehr da ist. Wo ging es hier nochmal hin? Okay, bin ich aber nur hier. Okay, jetzt ergibt das alles für mich ein bisschen Sinn. Ich denke die ganze Zeit, ich laufe hier in neue Höhlen rein. Ich sollte vielleicht einfach mal auf die Nummern von den Höhlen schauen. So, links bis zum Tempel. Genau. Aber ich sehe schon, mit der Karte kommt man gut zurecht. Hey, ihr müsst wieder aufstehen. So, ich sollte ja rausgehen. Wenn er an die Oberfläche gebracht wird, ist ja klar, warum man hier raus kann. Aber was bringt mir das? Was? Sag doch mal zu, Mensch! Toll, jetzt ist er tot. Ah, fuck. Hätte ich echt mal wissen sollen. Ah, gut, die habe ich noch nicht gelevelt. Auch hat auch so seine Vorteile. Dann kann ich jetzt tatsächlich. Da geht es nicht weiter. Da kann ich jetzt vielleicht doch mal was von dem Skelett noch lernen. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Das muss ich hier noch wieder rausfinden. Ja. Genau. Da weiß ich jetzt, wo das Skelett ist. Das war mir überhaupt nicht bewusst, dass es hier ein Skelett gibt. Ah, wie sollte es zu der Persönlichkeit kommen? In der Mangelung eines besseren Ausdrucks, um den Prozess zu beschreiben, würde ich sagen, ich wurde erzogen. Ich habe durch eigene Erfahrung meine Persönlichkeit geformt. Mein Schöpfer hat es viel Zeit und Anstrengung gekostet, mich auf diese Weise darauf zu beschwören, aber er meint, es war die Sache wert, weil er dadurch einen Gesprächspartner hat. Felios hat erwähnt, dass ihr ihm vielleicht helfen könnt. Das ist ja auch genial. Bohrer von Eisen, Schutz
verblitzt im Spruch. Oh, okay. Das hilft mir tatsächlich ganz gut. Jetzt habe ich mehr Mana und weniger Beschränkung. Jetzt fühle ich mich nicht mehr so beschränkt. Kann ich vielleicht mein Turmschild doch irgendwann wieder einsetzen? Klar, es ist nicht viel, was das bringt. Aber immer so ein bisschen. Es ist auch schon echt teuer gewesen jetzt. Aber so ein paar Zaubersprüche hätte ich schon ganz gerne noch. Und vor allem diese natürlichen Rüstungen. Es ist wichtig, dass ich vorne dran bin, wenn es jetzt zum Kampf kommt. Okay. Da ich jetzt irgendwie hinter das System gestiegen bin mit den Höhlen. Sagt er irgendwie falsch? Wenn ich mich besser zurechtfinde, ich bin dann echt davon ausgegangen, dass diese unterschiedlichen Wege immer woanders hinführen. Bis ich jetzt mal auf die Karte geschaut und festgestellt habe, ja, ist nicht so. Und ich musste auch erst mit Rot sprechen, damit ich den Magier retten kann anscheinend. Den Seher retten kann. Der sagt mir wahrscheinlich jetzt, wie ich das Vieh töten kann und dann kann ich... Vielleicht jetzt den Leech endlich töten. Ich schätze mal, dann komme ich auch weiter. So, wir gehen einfach nur raus. Ach, okay, da. Warum greifen die Wähler an? Bist du eigentlich? Schau, ein Zauberer, der im Nahkampf geht. Du bist jetzt so dumm. Aha. Das senkt die Beschränkung. Also für Magier sind die Dinger super. So, Vayner. Den Geist sei Dank, ich bin gerettet. Bloß raus hier. Nicht so schnell. Oh, Unzähliger. Ich muss wissen, wo sich der Erdstein befindet, bevor ich euch zu General zurückbringen kann. Reicht dies Glamour-Wurm. Kein Schritt weiter, bis ihr mir sagt, wo ich den Erdstein finde. Der Leech ist im Besitz des Erdsteins. Der Leech? Was zu Gurke ist ein Leech? Ein sehr mächtiges, untotes Wesen. Er sieht in etwa wie ein unterirdischer Zombie aus. Oder wie ein Zombie, der danach strebt, ein Skelett zu sein. Aber er ist viel furchterregender als irgendein idiotisch animierter Leichnam. Er hat die Fähigkeit, aus Leichen, egal wie alt, untote Diener zu machen. Ich habe in einer Vision gesehen, wie er den Stein bei diesem Ritual benutzt. Das sind schreckliche Geräusche, solch. Oh, er schüttelt sich ungezogen über. Schon gut, wo finde ich diesen Leech? Was hat er für Waffen? Ich glaube doch nicht, dieses Ding zerstören zu können, oder? Diese Kreatur ist so mächtig. Tatsächlich, geht er als unsterblich.
Es ist niemandem je gelungen, einen zu vernichten. Der Lich wird es sein, der die Zerstörung anrichtet. Wenn wir ihn nicht zerstören können, müssen wir ihn auf andere Weise neutralisieren. Also gut, geht in euren Tod, wenn ihr wollt, aber ich will keinen Anteil an diesen selbstmörderischen Aktionen haben. Denn Lich findet ihr im Zentrum des antiken Tempels. Wo dieser sich befindet, werdet ihr erkennen, wenn ihr ihn seht. Der Tempel selbst besteht aus zwei halbkreisförmigen Teilen. Er ähnelt dem Kopf und Thorax eines großen Insekts. Thorax ist der Brustkorb. Um ins Versteck eines Lichts zu kommen, müsst ihr in den Südteil eindringen. Können wir jetzt heimgehen? Eine Frage noch, Seher. Warum haben euch die Aul nicht auf der Stelle getötet? Ich nehme an, weil sie mich an meiner Kleidung erkannten und sich dachten, dass ich schon nützlich sein könnte. Ich war es aber nicht. Ich war nicht hier als sie. Nun ja, ich habe mich sozusagen aufgelöst. Können wir zurückkehren? Gewiss, Seher. Der Eingang am Südtor ist nördlich von hier. General Roth wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Vayner hat den Untoten als Lich identifiziert, eine Kreatur, der als unsterblich gilt. Vayner hat zugegeben, dass er keine Ahnung davon hat, wie man ein Lich bezwingen könnte. Vayner hat mir erzählt, dass sie Sha'ol von seinen Fähigkeiten gewusst haben. Zweifellos sind sie auch hinter dem Erdstein her. Der Seher war verständlicherweise darauf erpicht, fortzugehen. Er begann in unpassendem Moment zu lachen und als die Fruchtlosigkeit des Kampfes gegen ein Licht zu verbreiten. Ich glaube, dieser Mann hat einen kostbaren Teil seiner geistigen Gesundheit verloren, wenn wir anderen als selbstverständlich betrachten. Den wir anderen. Dennoch waren seine Mitteilungen wertvoll. Ich sagte, der mächtige Untote, von dem die Kundschaft darin sprach, sei nichts anderes als ein Licht, ein Untoter, von solcher Macht, dass er als unsterblich gelten kann. Er erwähnte, dass er nicht wisse, wie man ihn töten könne. Aber wenn ich wirklich den Lich und den Erdstein zu finden wünsche, müsse ich nur tiefer in den Tempel eindringen und nach einem Gebäude versuchen, das wie ein Insekt aussieht. Da dieser Lich unsterblich ist, wäre eine direkte Auseinandersetzung gewiss vergebens. Vielleicht hat General Roth einen Vorschlag, aber das wird wohl warten müssen. Ich muss diesen offensichtlichen seelisch tief erschütterten Mann zu jemandem bringen, der ihm helfen kann. Sicher steht er infolge seiner Erlebnisse unter Schock. Du kommst doch mit, oder? Ich bin gerettet, das war's ja. Ja, lass uns abhauen. Oh. Moment. Ich bin falsch. Kam da gerade ein Werbung? Ich bin doch 4. Verfluchte Scheiße, ey. Wieso sind die Viecher so stark, ey? Bleib mal stehen. Bleib mal stehen, ich muss dich abstechen. Was? Jetzt bleibe hier stehen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Wenn du Magier werden willst, sind die bestimmt super, die Dinger. Da hat die alle umgelegt. Gute Arbeit, Junge. Mir kann nicht ganz sicher, wo ich hier bin.
Wie komme ich wieder zurück? Das war doch hier eigentlich. Ist er jetzt schon zurück? Ich habe keine Ahnung. Dorf 1. Oh, okay. Lass ich mir gefallen. Immer noch zu sehr rot. Und berichten ihn, bevor die Folge endet. Wollte ich gar nicht sein. Zweite Obergeschoss? Ja, im zweiten Obergeschoss. Ja, ich habe euren Drecksäher gerettet. Ist das nicht beeindruckend, dass wir im Keller geschossene Schwierigkeiten haben? Habe ich jetzt so gut die Einzelheiten? Echt? Verstehe dich. Gehört euch, Junge. Die ganze Zeit überhaupt euch bemüht, euren Wert in Beweis zu stellen. Ich sehe es euren Augen an. Nun habt ihr Gelegenheit dazu. Euer Auftrag ist es, den Weg unschädlich zu machen. Ich weiß wenig über dies. Das meiste wurde mir am Lagerfeuer zugeraunt. Wenn unsere Köpfe von Met vernebelt waren. Ich fürchte, ich kann euch in dieser Sache keine große Hilfe sein. Doch der Filios, unser örtlicher Experte für Untote ist, wird sein Fachwissen zweifellos vonnöten sein. Ihr solltet ihn auf jeden Fall in eurer Einheit haben. Ich glaube zwar nicht, dass die Shaol ein solches Wesen besiegen könnten, doch da abgesehen von uns hier, der den Erdstein zur Zerstörung Avalons einsetzen könnte, müssen wir davon ausgehen, dass es uns obliegt, seine Hüter zu sein. Okay. Oh, danke, irgendwie. Eventuell bekomme ich Rat von Filios über beste Methode, um nicht fertig zu werden. Ach so, eine ganze Armee wird natürlich nicht mit dem Vieh fertig. Aber ich bin ja nie weg, also was kann man mir schon mal zutrauen? Was kann denn dabei schief gehen? Es kann ruhig alles ich machen. Soll ich nicht noch alleine gegen die ganze Schaul-Armee kämpfen? Ich meine, größere Truppe von denen kann ich tatsächlich umlegen, aber irgendwo hat auch der Charakter seine Grenzen. Glaube ich zumindest. Wenn man sich immer mehr Leben drauf puttern kann, dann könnte man vielleicht auch sehr irgendwann wirklich unglaublich mächtig sein. Ja, ja. Ich habe 22. Was will ich haben? Aura von Eisen klingt gut. Was kann die? Coole Sache. Seid ihr meine Freunde oder irgendwelchen interessanten Exemplaren von uns? Ja, okay, das habe ich schon. Tut mir leid. Da hat sich ein Haust, ein fürchterlich mächtiges Wesen.
mit einem Artefakt von unbekannter Macht und ich glaube, eure Fertigkeiten könnten hilfreich dabei sein, es zu besiegen. Von dem Seher Vayner erfuhr ich, dass es wahrscheinlich um Lich handelt. Ein Lich? Das ist in der Tat ein seltener und gefährlicher Untoter. Es wird sehr schwierig sein, ein solches Wesen zu besiegen. Doch ich will freimütig das geringe Wissen teilen, das ich über die fürchterlichen Kreaturen besitze. Sie zählen zu den mächtigsten aller Untoten und sind meist Zauberer, die versucht haben, ihr Leben unnatürlich zu verlängern. Viel von ihrer Macht und ihrem Wissen bleibt ihnen erhalten und ihre Körper sind verwesende Fleischklumpen. Oft erschaffen sie auch Beschützer, die über sie wachen, während sie beschäftigt sind. Wie sind diese Beschützer beschaffen? Sie sind ebenfalls mächtige Untote und ihrem Gebiet an absolut treu ergeben. Ihr werdet in ihnen gewaltige Gegner finden. Selbst wenn es euch gelingen sollte, sie zu besiegen, müsst ihr immer noch den grauenhaften Kraft des Lichs gegenübertreten. Lichs sind fast unverwundbar, doch sie haben eine einzige Schwäche. Warum besteht diese Schwäche, von der ihr sprecht? Ihr Bindeglied zur sterblichen Existenzebene und die Quelle eines Großteils ihrer Macht ist ein Behälter namens Lichstein. Der Stein ist im Allgemeinen unzerstörbar und wird, weil er die Seele des Lichs beherbergt, geradezu fanatisch bewacht. Doch wenn der Stein und der Lich einander zu nahe kommen, erkennt die Seele irgendwie ihre unnatürliche Lage und widersetzt sich ihren Bindungen. In diesem Augenblick wird es für kurze Zeit noch möglich, den Stein zu zerstören und dadurch auch den Anker freizusetzen, der den Lich auf der sterblichen Ebene hält. Dies ist natürlich reine Theorie, da ich niemals einen so mächtigen Bewohner des Totenreichs begegnet bin. Wie stelle ich solche Nähe zwischen den Lich und dem Stein her? Es wäre mir eine Ehre, euch zu den Ruinen zu begleiten, denn ich habe neulich eine Beschwörung entdeckt, die es mir erlaubt, die mächtigsten Untoten einer bestimmten Gegend herbeizurufen. Zwar würde ich sie eigentlich gerne etwas gründlicher testen, aber ich kann mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, ein solches seltenes Wesen zu sehen. Auch sollte es mir möglich sein, den Lichstein zu zerstören, wenn ihr mir den Lich für kurze Zeit vom Leibe halten könnt. Ich werde die Bindung des Wesens auf das Reich der Sterblichen durchtrennen und mit ein wenig Glück seine Seele zu ihrer langen entbehrten Ruhe senden. Eure Hilfe mag für den Sieg über diese Plage von höchster Bedeutung sein. Ich nehme euren Beistand mit Dankbarkeit an, oder weiß er Feljos. Ich habe Feljos an meiner Seite. Der Magier Feljos hat sich einen Trupp angeschlossen. Er kennt Zaubersprüche, mit denen ich ihn nicht bezwingen kann. Gehen wir doch noch schnell dahin. Aber eigentlich hätte ich mir denken können, dass es so in etwa läuft. Aber wenn dieser Stein so das Einzige ist, was ihn quasi vernichten kann, wenn er ihm zu nahe kommt, dann will ich doch gucken, dass der Stein nicht in meiner Nähe ist. Also das wäre so meine Logik. Da will ich doch lieber gucken, da will ich mein Skelett hier irgendwo reingraben lassen, dann lege ich den Stein dahin und lasse ihn wieder zuschaufeln. Keiner wird diesen Stein finden. Irgendwo in den Ebenen, irgendwo im Untergrund vergraben. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, was mit diesem scheiß Lichstein auf sich hat. Wenn ich den Lichtstein kaputt mache. Also wenn ich den Licht mit dem Lichtstein zusammenbringe, dann stirbt der, verschwindet der andere Licht dann auch. Der andere Licht war interessanterweise nicht aggressiv und das verstehe ich nicht.
Ach hier. Sieht man nicht so gut auf der Karte. Ja, wie sieht das aus, wenn ich das mache? Scheint zu leuchten. Das wird aber beim Liegen nicht wirklich helfen. Ich werde irgendwie doch zum Magier so langsam. Zum Kampfmagier, aber das muss ja nichts Schlechtes sein, oder? Wenn man denn schon zwei Sachen miteinander kombinieren kann, ist das ja eigentlich nicht so schlimm. Wenn ich den Stein dann habe, muss ich mir immer noch überlegen, kann ich den Stein an die Typen geben? Ich glaube nämlich fast nicht, weil die setzen den Stein ja in die Fassung ein und ja, dann ist aber dann auch hinüber. Auch mächtige Zauberer. Ne? Geht er selbstständig dahin? Ne, gut. Na ja, gar nicht schlecht. 22 Punkte, oh, 96 Mana mittlerweile schon. Wie viel Mana habe ich denn? Oh, okay. Oh, das ist nicht so wichtig. Wie viele Lebenspunkte habe ich denn? Ach, hier 40. Ich brauche eigentlich viel mehr Konstitution. 5. Naja, egal. Das war Let's Play Siege of Avalon für heute. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.